Klassiker. Mann, sieht das schick aus. Ja, warum hole ich mir noch ein zweites Bike für so viel Geld? Weil ich... Mega! Eigentlich wollte ich ein günstigeres holen. Ja. Ich bin da jetzt relativ viele Straßenrennen mitgefahren, die letzte halbe Jahr. Yes, baby! Spitzmäßig! Ich fahre tatsächlich erst wieder seit einem halben Jahr Rennrad. Ja. Bekannte Gesichter! Ich habe das vor 20 Jahren mal gemacht. Die 54, auch ein bisschen extremer, so mit Bergen und alles. Okay. Hab dann aufgehört. Ich habe dann einen schweren Unfall gehabt mit dem Motorrad, hatte zwei Wirbelbäuche hinten, irgendwie war kurz vor der Crash-Sitz-Lähmung, also alles gut gegangen aber. Und von daher habe ich auch extrem viel zugenommen. Ich hatte irgendwie 11, 12 Kilo mehr oder 13 Kilo mehr sogar, also eine Lampe vor mir hergeschoben, nur noch gefilmt, Videos geschnitten, Filme gemacht und Fotos gemacht. Ich dachte, ich muss wieder irgendein Hobby haben, Sport, den ich betreibe. Und seit einem halben Jahr fahre ich wieder Rennrad. 53, 41 sehe ich. Und dann halt so volle Pulle, dass ich mir direkt halt so ein S-Works SL7 geholt habe, weil ich es natürlich auch cool finde. Und wenn du einmal natürlich sowas gewöhnt bist und bis sie... Dann willst du ja keinen Rückschritt machen. Ich habe da zwar eine DI2 gefahren, oder fahre da eine Shimano. Ich bin auch jemand, der gerne testet und ausprobiert. Ich möchte jetzt auch dieses Ding mal selber einfach probieren, ob ich mit der SRAM besser klarkomme, anders klarkomme. Klar ist dann ein Umdenken vielleicht oder von den Schaltvorgängen erstmal wieder. Und dann habe ich halt lange einen Wrench gesucht, weil ich einfach die Geometrie und das Ding einfach zeitlos schön finde. Ich hatte da auch zwei gefunden in den letzten drei Monaten. Und die sind tatsächlich, als ich gesagt habe, okay, ich setze mich ins Auto, ich komme morgen vorbei, bringe dir die Kohle, mach's fertig, hol's ab. Haben die mich abends angerufen und gesagt, ich kann nachts nicht mehr einschlafen, ich behalte das Ding. Die haben also zwei Leute haben mich effektiv versetzt und haben gesagt, ich gebe es doch nicht ab. Wir haben es erst reingesetzt bei eBay Kleinanzeigen und haben dann gesagt, boah, ich kann mich nicht von trennen, ich behalte es doch. Und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich, dass ich irgendwo einen Rahmen kriege, vielleicht kann mir jemand noch was aufbauen. Und dann halt glücklicherweise habe ich rumtelefoniert, bin bei euch gelandet und ihr hattet tatsächlich noch einen Rahmen hier stehen. Und ja, dann war diese Hektik oder dieses alles irgendwie letzte Woche mit Express einige Pakete hier zu euch geschickt. Einen kleineren Lenker, weil ihr nur den 42er da hattet und ich dachte, ich möchte aber einen 40er mal probieren. Okay. Und ja, Sattel, der ganze andere... Viel, viel anderer Kram, ne? Euch zugeschickt dann alles, dass es diese Woche halt fertig wird, dass ich das mit nach Mallorca nehmen kann noch. Ne? Obwohl es eigentlich ja kein Bergrad ist, aber da ist ja auch ein bisschen flaches Gelände. Ja, du kannst ja bergig, aber du, ja. Hauptsächlich hast du es ja gekauft, um wirklich zu Hause zu fahren, ja, und da ist halt in Düsseldorf ist halt doch flach, ja? Das muss man einfach sagen. Ja. Und natürlich, klar, jetzt habe ich wieder ein hochwertiges Rad, was ich, wenn ich dann wieder... Wie gesagt, bin die Deutschlandtour da mitgefahren, war dann in Eschborn, in Frankfurt, das war mega cool und vor kurzem noch den Giro, Münsterland Giro. Das war eine super schöne Erfahrung, aber klar, wenn man sich auf die Seite legt damit, rutscht aus der Kurve raus, dann ist natürlich erstmal viel Geld kaputt und das war halt die Überlegung, eigentlich ein günstigeres zu tun, habe ich aber dann nicht getan. Ich lasse es gut versichern und ja. Ja, schön. Man will auch irgendwie nicht wieder den Rückschritt machen, ne? Wenn man einmal eine elektronische Schaltung gewöhnt ist oder... Ja, das auch, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu detailverliebt und mag das halt auch. Ich schenke es auch gerne ins Wohnzimmer und gucke es mir nur gerne an. Ist okay. Das kannst du heute Abend gerne tun. Ja. Ich habe mir den Rahmen eigentlich wirklich beiseite getan gehabt, weil ich mir den lackieren lassen wollte. Ah. In den Teams, wo ich gefahren bin. Das war eigentlich meine Idee gewesen. Und dann kam natürlich der andere. Ich habe schon dieses Jahr zweimal meine Rahmen verkauft. Einen, den ich mir zusammenbauen, einen Tarmac, den ich mir zusammenbauen wollte, den gab es nur einmal in Deutschland. Und Sam Bennett, ein Grün. Ja. Und das Wench hatte ich schon letztes Jahr da und das hatte ich schon beiseite getan und wollte es eigentlich jetzt nach Belgien schicken zum Lackieren. Okay. Aber so ist halt, dann kommt halt der Anruf und irgendwann sagst du, okay, jetzt komm. Ja. Egal, verkaufst das Ding. Ja? Ja. Deswegen wäre das eigentlich gar nicht zum Verkauf gestanden. Ich weiß nicht, ob du das Team Gerolsteiner kennst, weil früher im Profiteam war es wirklich. Ja. Mit Telekom immer konkurriert hat. Ja. Ja. Wir waren in der Weltspitze gewesen. Die waren hier zu Hause. Das ist die Teambase von Gerolsteiner. Okay. Diese hier drin hingen die ganzen Fahrräder, die komplett alles voller S-Works. Draußen standen die LKWs, die Busse, die PKWs. Und dann sind da drüben ist unser Haus noch. Da sind die ganzen Physiotherapeuten und Mechaniker sind von da aus dann zu den Rennen in der ganzen Welt gefahren. Also wir hatten ein Rennen, Giro war in Italien, dann bist du wieder nach Spanien gefahren oder zur Tour. Ja. Teilweise waren wir dreigleisig unterwegs gewesen. Wahnsinn. Also das ist eigentlich die Story hier von dem Gebäude. Und du bist da reingewachsen dann oder wie bist du da? Nee, ich war Fahrer gewesen. Okay. Ich habe dann meine Frau geheiratet, das war die Tochter oder ist immer noch die Tochter vom Teamchef. Und wir haben dann den Laden hier aufgemacht zusammen. Schön. Genau.
Schön. Wir sind noch Markenbotschafter für Skoda. Ja. Das heißt, wir sind wirklich bei den ganzen Rennen, wo du jetzt warst in Eschborn, ja. Deutschlandtour, ja, ja. Du hast viel Skoda gesehen. Ja, ja, ich habe die Starterbeutel natürlich alles. Genau, wir sind da immer mit den ganzen, dann gibt es so viele VIPs, die wirklich aus Film und Fernsehen oder aus der Presse kommen, die von Skoda im Prinzip eingeladen werden, ja. Und um die kümmern wir uns. Ja. Mit denen gehen wir Radfahren dann und betreuen die dann danach noch. Ja. Das ist eigentlich unsere Geschichte, wo wir herkommen. Also du bist eigentlich in guten Händen, wenn du es wirklich ernst meinst mit Radfahren. Weil wir kommen ja, alle aus dem Profibereich. Ich merke halt auch, ich meine, ich habe auf meinem, definitiv, und ich sehe jetzt gerade auch, dass es natürlich, abgesehen davon, dass es ein Riesenboom ist auch, ich bin natürlich dadurch, dass ich Filmemacher und Fotograf und werbetechnisch viel unterwegs bin, habe ich mir jetzt vor kurzem natürlich mal so einen zweiten Instagram-Account gemacht mit so einem Radfahren, der ist im Moment noch auf privat gestellt. Okay. Ich habe jetzt eine große Kooperation mit Ufex demnächst. Das ist ja ein großer Helmbrillenhersteller etc. Da mache ich mit denen was zusammen, was also natürlich dann werbetechnisch immer gut ist. Ich sage mal, ein Handwerker muss klappern oder wer nicht wirbt, der stirbt. Irgendwie so. Und für mich ist so das, was ich mit Leidenschaft gerade mache, ne? So ein bisschen mit den Fahrrädern. Und ja, vielleicht kann man ja irgendwie eine Schnittstelle finden, wenn wir sagen, okay, wir haben ja immer bei Skoda auch so Teams dabei. Ja? Ja. Unsere Agentur, die das Ganze vermarktet, die sitzt sogar in Düsseldorf. Wenn man dich da mal vorschlägt als Filmteam oder wie auch immer, dass du da mitkommst. Pass auf, was wir jetzt machen, ich würde erstmal gucken, was wirklich deine Flexibilität macht. Ja? Was heißt wirklich, was macht dein Rücken, was macht dein Becken von der Flexibilität her? Nicht weil viel, sag ich dir. Also aufgrund des Unfalls, klar. Ich habe jetzt natürlich direkt einen 120er Vorbau gewählt. Bei dem anderen habe ich einen 110er drauf, muss ich sagen. Auch mit minus 12 Grad komme ich gut mit klar. Okay, dann kennst du es ja. Sportlicher. Ich möchte das Ding ja auch sportlich fahren. Da fahre ich ja keine Langstrecken mit. Also maximal 100 Kilometer, 120 oder sowas würde ich mir da... Weiß ich nicht, aber ich muss da keine 180 Kilometer mit abreißen. Dann hast du dein Tarmac noch, wo du dann fahren kannst. Das ist einfach ein Fahrrad für schnelle Runden. Ja? Wenn du sagst, du gehst am Feierabend noch mal eine Runde schnell fahren. Ja. Oder du hast einfach ein Rennen, was schnell ist. Ja. Am Münsterland-Gindo ist ja klar, sind ein paar Wellen drin, aber eigentlich ist es flach. Ja? Ja, ja. Da kannst du gut, Hamburg ist jetzt ausgefallen ist dieses Jahr. So wie dieses Jahr, also dieses Jahr war ich kletschnass, also waren wir alle kletschnass. Deswegen da auch. Passieren immer viele Stürze. Mhm. Also Münster war, okay. Ja. Nein, was sind noch? Denn Eschborn ist noch. Ja, werde ich auch im nächsten Jahr wieder Stuttgart mitmachen. War noch, Köln, Berlin war früher noch, Berlin war auch cool. Hamburg ist nächstes Jahr noch irgendwie so eine Geschichte, da habe ich mich schon, 1.8. habe ich, oder 20.8. ist das? Das ist das größte Jedermann-Rennen. Da fahren, also zu Spitzenzeiten waren wir 22.000 Leute. Ja, Fakt ist, ich bin natürlich extrem versteift hin, nicht weil es verkürzt wird, so geht, ne? Aber ich fange ja jetzt, wie gesagt, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich möchte es auch vom Kopf her, ich lege da total Wert drauf. Also gutes Essen, vernünftig. Ich habe ja, wie gesagt, 12, 13 Kilo jetzt abgenommen innerhalb der letzten 3 Monate und fühle mich wesentlich wohler, also in allem. Gut, egal, was ich tue, was ich mache, ich bin fitter, ich bin besser drauf, bessere Laune und ich habe einfach mehr Power. Ne? Mal abgesehen, dass ich natürlich echt dann auch so extrem bin und mir nur das beste Essen irgendwie zusammenstelle und gucke, Essenspläne, dies und jenes. Wenn ich was mache, dann mache ich es echt so, bam, volle Kanne. Okay. Mit Herzen. Ja, das sieht man schon an deinem Material. Ne? Und, klar, mein Körper muss jetzt nachziehen, ich muss anfangen, mehr Dehnübungen, mehr Rumpf und diese ganzen Geschichten natürlich parallel zu stärken, die Muskulaturen aufzubauen wieder. Ne? Aber ja. Ich denke mal, nächstes Jahr im Sommer jetzt ein bisschen Mallorca-Training in 2 Wochen. Danach. Wo gehst du hin, Mallorca? Da sind wir oben bei Polenka und da wollen wir natürlich die Berge so ein bisschen hoch. Also ich werde nächstes Jahr Vollgas geben wollen. Bin da voll angefixt von. Also das ist schön. Ja. Perfekt. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr mal bei irgendeinem Event. Pass auf, was wir als erstes machen, du stellst dich mal genau in die Position hin, wo ich stehe. Geh mal darüber. Und versuch mal wirklich, sei ehrlich zu dir, mit durchgestreckten Knien so weit wie möglich runterzukommen. Also, genau. Und dann guck mal in den Spiegel. Mhm. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit, ja? Ja. Du musst, und das sage ich dir jetzt, mit der Position wirklich daran arbeiten, dass du dein Becken, und das ist dieser Beckenwinkel, der für mich interessant ist, du hast hier oben relativ viel Flexibilität, ja? Wenn du den nicht hast, dann würdest du wahrscheinlich noch mehr Probleme. Komm mal hoch. Geh nochmal mit geradem Rücken, das heißt wirklich Beine wieder durchstrecken, den Rücken machst gerade und du gehst mal so weit wie möglich nach vorne. Genau, Kopf bleibt oben, so und jetzt haben wir tatsächlich diesen Winkel, der mich eigentlich interessiert, ja? Das ist der, wo du jetzt hier oben sitzt. Du sitzt aber jetzt oben
und brauchst deinen oberen Rücken und knickst da oben so weg. Ja, das Bild wird jetzt hier auf dem Rad, das wird jetzt so sein, ja? Ich hab selbst schon Analysen gemacht mit dem Film, mit der Seite filmen lassen, wie ich da sitze. Ich habe es gesehen, dass ich hier natürlich Kamera immer so, ne, vorm Kopf. Ja, ja, ja. Und dann diesen Buckel und hinten versteift aufgrund der Wirbelsäulenfrakturen. Ich hatte zwar so interne Fixateure drin, solange die waren drin. Okay. Das war alles steif gesetzt hinten. Ne? Aber machst du jetzt was deine Flexibilität angeht? Eher noch nicht, weil du noch keine Schmerzen hast. Nee. Mach mal schmerzfrei bin ich mittlerweile. Okay, aber ich sage, als Radfahrer machst du eigentlich erst was in dem Moment, wo du Schmerzen hast. Du musst aber gucken, wenn du dich jetzt abends mal einfach so, wenn du schlafen gehst, ja, und du bist im Bad, dann kannst du es relativ gut an einem Bartisch machen, du stellst dich hin und guckst wirklich, dass du vielleicht ein bisschen anwinkelst und hier eine richtige Dehnung reinbekommst. Ja. Weil wenn du dein Becken mehr kippen kannst, dann kriegst du auch diese gerade einfach hin, den Tisch. Ja? Verstehe. Ja, ich habe es schon angefangen unter der Dusche, wenn es alles schön warm ist. Ja, das kannst du auch, probierst weiter. Dann angefangen hier zu dehnen, den runter und absolut, ja. Also das gebe ich dir, dir als Tipp mit. Ja. Weil du wirst auf längeren Strecken mit der Position, entweder geht dir der Nacken zu oder der untere Rücken geht dir zu. Andere Frage mit dem Sattel, den du jetzt hier drauf hast. Ich habe vorher diesen weicheren hier gehabt, den aktuellen, der relativ aktuell von Specialized ist. War auch super bequem. Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, weil der wesentlich schmaler ist, war es für mich auch angenehmer. Der andere war mir zu breit hinten. Okay. Vielleicht habe ich einen kleinen Po, ich weiß es nicht. Nein, du hast rennen mal von dem Sitzknochenabstand. Mhm. Aber du bist eigentlich kein Sitzknochenbelaster als Rennradfahrer. Ja. Weil dadurch, dass du dein Becken kippst, sitzt du vorne auf den Schambeinschienen. Ja. Deswegen kannst du hinten eigentlich relativ schmalen Sattel fahren. Ja. Je aufrechter du sitzt im Mountainbike-Bereich, da ist der Druck viel höher auf den Sitzknochen. Ja. Ja. Die brauchen hier hinten Fläche. Ja. Und deswegen kannst du, glaube ich, den Sattel gut fahren. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Mit Unterhose, Polster drunter, ohne. Ich bin wieder bei ohne gelandet und komme damit mit wenig Polster und Haken. Ja, perfekt. Perfekt. Ja. Die Unterhose ist sowieso raus. Ja, ich meine, es gibt ja diese gepolsterten Einlagen noch extra, wie so eine Boxershorts. Aber das hatte ich mal, aber nee. Ich habe jetzt mal mit der Beinlänge, wo du mir gesagt hast, die Sitzhöhe eingestellt. Wir müssen da nichts absägen. Du fährst auch die roten Schubladen, sehe ich gerade. Die waren da bei den, ich weiß gar nicht, wo die bei waren. Oder habe ich die mal aus Versehen geholt? Es gibt sonst regelmäßig waren da blaue bei. Ja, du hast jetzt, pass auf. Das ist der Unterschied da, Unterschied? Ja, vom Spiel. Du zwingst jetzt, wenn du es nicht genau weißt, wie du die Schubladen einstellst, du zwingst jetzt deinen Fuß in eine Stellung, wo er vielleicht gar nicht hin will. Also entweder in die, nach außen, nach innen gerade. Du hast beim Radfahren relativ viele Wiederholungen. Du hast 5000 Wiederholungen in der Stunde. Mhm. Und wenn das nicht richtig eingestellt ist, passiert Folgendes. Dann hast du Abnutzung. Ja. Und das vom Knie angefangen, von der Hüfte, unten vom Fußgelenk. Und das merkst du irgendwann. Und meinst du, die Roten geben zu wenig Spiel? Die haben gar kein Spiel. Du hast gar kein Spiel nach links und rechts. Die sind fix, die sind fest. Okay. Und die Blauen haben mehr oder was? Nee, Blauen und dann gibt es die Gelben noch. Die Gelben, was ist damit? Die Gelben haben noch mehr, die Blauen sind in der Mitte vom Spiel. Das war mir gar nicht bewusst, siehst du? Haben wir wieder was dazugelernt. Also das nächste Mal, wenn du dir wirklich die Schubladen, und die wirst du irgendwann wechseln, weil die abgelaufen sind, dann mach dir die Gelben ran und dann hast du einfach auch mehr Freiheit. Okay. Ja? Ja. Gut. Von der Position selber, wie ich die jetzt sitzen habe, war mir immer wichtig, dass das Knie natürlich irgendwie symmetrisch drüber ist, dass ich gut Druck geben kann. Das war natürlich so eine Sache, aber ich fühle mich gerade schon wohl, wenn ich ehrlich bin. Du meinst jetzt in der Position hier vorne? Genau, wo ich Druck geben möchte. Komm mal weiter auf, genau, stopp. Und dann geht es ja wirklich von dem Punkt aus. Mhm. Das ist man geht nicht von der Kniespitze aus, weil jeder hat ein unterschiedliches Knie, das eine ist stärker, das andere ist schwächer ausgeprägt, sondern hier gibt es einen Punkt, den werde ich dir nachher markieren. Ja. Und dann musst du wirklich über der Achse sein. Ja. Okay. Wo wir jetzt noch nicht drüber sind. Das gucken wir uns dann alles gleich an, wenn ich dich verkabelt habe. Ich will nur mal gucken, wenn du jetzt mal... Deswegen war meine Frage, ob ich die Platten vielleicht sogar weiter nach hinten oder nach vorne schieben muss, ne? Von der Ausrichtung einer Schuhe. Da geht man immer von diesem Punkt aus. Da kommst du nachher nochmal runter. Wenn du jetzt ein paar Tritte gemacht hast, dann gucke ich mir das an, wo dein großer Zehknochen ist, der kleine Zehknochen. Und dann gibt es da eine Position, wo man die Schuhplatten einstellt. Geh nochmal in die Griffe rein und mach mal die ersten Tritte auf deinem neuen Reich. Schalten muss ich gucken. Ich habe jetzt keine Red-Kassette drauf. Da werden nicht alle Gänge super laufen. Aber das ist das, was ich dir gerade erzählt habe. Diese 78er Schrittlänge habe ich jetzt 68er Sitzhöhe. Das ist schon mal ein gutes Ausgangsmaß. Das werden wir nachher nochmal kontrollieren. Aber lass uns mal jetzt tatsächlich, wo ich das gesehen habe, dass du die roten Schubladen dran hast, mit den Schubladen anfangen. Also komm nochmal runter.
Ich habe aber blaue in der Tasche, sonst bauen wir die eben direkt um. Dann nehmen wir auch mal die roten komplett ab, wenn du sagst. Ja. Na, warte. So, du merkst, das ist dein großer C-Knochen. Ja. Ja? Das ist dein kleiner C-Knochen. Mhm. Und hier läuft die Achse lang. Mhm. Bin ich gar nicht so verkehrt, oder? Man hat es früher so eingestellt, ich fahre auch noch auf der alten Gliedposition, dass man sagt, okay, Achse und Großzehgelenk, das geht bei Carbon schon immer, das geht jetzt auch. Wenn du da Druck verspürst drin im Schuh, dann ist der Druck, wenn du den Stück weiter, zum Beispiel bei Kunststoffsohlen, macht man das so, man geht zwischen die beiden Punkte. Also Großzehengelenk, Gelenk und Kleinzehengelenk. So. Und dann nimmst du die Schuhplatten im Prinzip hier rein, dass die Achse hier läuft. Also einen halben Zentimeter hätte ich die dann noch zurückgenommen. Mhm. Müssen wir aber nicht bei dir. Wir können auf der alten Schuhposition bleiben. Die kannst du gut fahren. So, guck mal, jetzt haben wir hier so ein Messbrett und dann können wir halt wirklich mal gucken, wie die eingestellt sind. Man orientiert sich immer hinten so ein bisschen. Das ist diese Achsmitte. Mhm. Nimm mal die Arme auseinander, nimm mal das Knie hoch und versuch mal eine Kniebeuge zu machen. Okay, jetzt kommst du wieder hoch. Du merkst schon, du bist unstabil. Da geht so ein bisschen nach innen, siehst du das? Dein Fußlängsgewölbe, das ist das, was wegsackt und dann wirklich dazu führt, dass wenn du trittst, dass das Bein immer so zum Oberrohr kommt, dass du so eine Bewegung drin hast. Ja. Ich guck mal. Ich bemühe mich immer vom Kopf her zu sagen, dass ich relativ aerodynamisch bleibe, dass die Knie innen sitzen, aber ich habe natürlich auch O-Beine. Manche hat mir schon gesagt, boah, du hast die Knie viel zu weit, nimm die enger zum Rahmen. Aber ja, du hast halt diese O-Beine. Wir brauchen da bei dir so eine mittlere Unterstützung vom Fußlängsgewölbe her. Mhm. Wir brauchen keine starke, sondern nur eine kleine Unterstützung. Mhm. Damit genau das nicht passiert, dass du wirklich immer wieder wegsackst. Wenn du jetzt einen alten Schuh hättest, würde ich sogar gucken, ob du wirklich mit den Zehen so krallst. Ja? Das würde man sehen an den Abdruck. Du gehst jetzt aufs Bike und jetzt werde ich dich komplett verkabeln und wir gucken uns das Ganze mal an, wie das tatsächlich ausschaut bei dir. Klar, wir haben natürlich jetzt schon viel voreingestellt. Weißt du, wir sind ja nicht ganz am Anfang von der Bike-Anpassung. Genau, such dir mal wirklich auch eine Trittfrequenz, die du draußen fährst. Da hast du sicherlich eine höhere Trittfrequenz. Und dann schaue ich mir mal deine ganzen Körperwinkel an. Also wie gesagt, die erste Ebene hatte ich dir gerade schon gezeigt. Wenn ich mir die zweite Ebene angucke, dann haben wir da noch einen Winkel, da wo wir nacharbeiten müssen. Das ist der Schulterwinkel zu Handgelenk. Den müssen wir so ein Stück weit verändern. Und die dritte Ebene, da geht es darum, was macht dein Knie? Wir haben ja Einlegesohlen bei dir reingepackt jetzt, um da Ruhe reinzubekommen. Und die Werte, die ich jetzt hier sehe, ja, die sind für mich einfach dafür einfach super. Ja, also, ich fühle mich auch super wohl. Ich komme gleich auch noch mal zu dir vor und zeige dir das noch mal. Wir sind hier vollständig in dem grünen Bereich drin. Das heißt, wenn du dein Knie jetzt da oben mal beobachtest, wir haben eine kleine Null, die du trittst, aber das ist halt einfach, weil du ein O-Bein hast, aber es ist alles noch im Rahmen. Wenn ich ja? so machen würde, würdest du sofort. Guck mal, ja, siehst du sofort. Und dann gehen die Werte halt dahin, wo sie nicht hin sollen. Ja? Also das sieht richtig gut aus. Das ist die andere Ebene, was ich gerade erzählt habe vorne, wo wir da nochmal nachbessern müssen. Schulterwinkel, Handgelenk, das ist einfach diese Schiene hier. Ja? Wir müssen dieses Abstand Knie vor Pedalachse, das ist ein wichtiger Wert, den müssen wir aber vorher erstmal einstellen. Dann muss man das Pedal lokalisieren, nennt man das. Okay, darf starten, ziehe die Ferse nach oben. Weiter, 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 noch ein bisschen. Komm. Ja, 100%, passt. Du darfst es umfallen lassen, also nimm die Kurbel ein Stück weit nach oben, dann fällt dir das Ding um und wir machen nochmal eine neue Messung. Das war jetzt ein 3/4 Zentimeter. Ja. Aber das ist Wahnsinn, die Werte sind dann komplett anders. Boah, super. Ich merke richtig, dass ich jetzt richtig den Will richtig reindampfen könnte. Also okay, das freut mich. Super schön Druck drauf. Sehr ausgewogen. Aber ansonsten, diese Einstellung, du kannst den Vorbau fahren. Der ist jetzt nicht zu lang von deinen ganzen Armwinkeln. Ich habe relativ langen Oberkörper, halt die kurzen Beine. Ne? Ja, das ist halt so. Deswegen würdest du, glaube ich, auch nicht mit dem 52er so klarkommen, weil da bräuchtest du ja noch 140er Vorbau. Ja? Mhm. Das wäre ein richtig langer Vorbau und der Lenker wäre noch tiefer und wir hätten das Problem mit deinem Rücken. Ich habe den 52er gehabt und... Hast du dich wohlgefühlt? Ich habe das Gravelbike hab ich abgegeben. Ich hatte halt so ein Diverge, aber ich habe da keine... Du hast aber immer schon Specialized gehabt, oder? Ja, ich hatte das Diverge letztes Jahr geholt, das habe ich aber dieses Jahr verkauft. Ich sagte, jetzt hole ich mir ein zweites Rennrad dazu, weil ich kann mit dem Diverge einfach... Es war ein schönes, cooles Bike, aber ich bin einfach zu wenig Schotter und lang. Ich mag es einfach lieber Gas zu geben und ich habe da keine Geschwindigkeit reingekriegt. Ne? Ja, das ist... Die Rahmengeometrie, selbst wenn ich da schmalere Reifen drauf gemacht hätte, das gibt es ja nicht her. Ne? Nee, das bleibt immer noch ein Gravelrad.
Das ist ja das Schöne bei dem, du merkst ja diesen Vortrieb einfach. Wenn du da drauf trittst, das Ding geht und du gehst im Wiegetritt nach vorne, da bewegt sich was. Und zwar in die Richtung. Das macht halt so ein schnelles Fahrrad aus und das hast du halt beim Gravelrad hast du es leider nicht. Hat auch einen anderen Einsatzzweck. Das ist eher so meins hier. Bin gespannt, was du dann in Zukunft mehr fährst, ob du dann Tarmac fährst oder ob du das fährst. Ja, das Tarmac hatte ich überlegt, aber da würde ich dann die Alpinist reinmachen, die CLX Alpinist. Die leichten. Ja, die extremen, die leichten, die glaube ich am Markt sind, ne? Irgendwie 1200 Gramm oder 1280 oder sowas. Ne? Ja. Dass ich das dann wirklich für den Berg, also fast als Bergrad irgendwie fertig mache.